Hallo und herzlich willkommen wieder auf dem Wohnwagenkanal. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute Teil 2 unserer Theorieausbildung rund um den Wohnwagen. Wir sehen jetzt gleich wieder Ingo und genug der Vorrede, es geht los. Ja, hallo Ingo, schön, dass wir bei euch sein dürfen, dass du die Zeit nimmst. Stellt euch doch mal kurz vor, wer seid denn ihr überhaupt? Ja, grüß dich Arndt. Also, wir sind das Fahrschulteam Pfeiffer und Bündgens. Wir sind im Bergheim, im Rhein-Erft-Kreis. Die Firma existiert seit 22 Jahren, wurde damals vom Herrn Bündgens und Herrn Pfeiffer gegründet. Wir sind eine Fahrschule aller Klassen. Wir sind zertifizierter Bildungsträger. Unter anderem auch spezialisiert auf die Berufskraftfahrerausbildung, sowohl im Güter- wie im Personenverkehr. Und als zertifizierter Bildungsträger sind wir auch dafür da, wenn zum Beispiel Leute berufliche Aus- und Weiterbildung vollziehen möchten, das durchzuführen. Und des Weiteren ist vielleicht noch erwähnenswert, dass wir deutschlandweit für Fahrschulen auch Ausbildungsfahrzeuge vermieten. Und das reicht wirklich vom Fahrschulersatzwagen bis hin zum absolut neuwertigen LKW oder Bus, der auf dem Stand der Technik ist. Ja, vielen Dank, Ingo, für eure Vorstellung. Das heutige Thema, die Wohnwagenleute wollen in Urlaub fahren und man möchte natürlich relativ schnell in den Urlaub kommen. Da gibt es ja das Thema 100er-Zulassung. Kannst du auch so ein bisschen dazu erzählen heute? Sehr gerne. Dann legen wir los. Ja, hallo. Fahren mit Anhänger. Da ist die Geschwindigkeit, wie der Arndt es angesprochen hat, ja ein ganz großes Thema. Wenn wir uns schon auf den Weg machen, wollen wir natürlich auch zügig ankommen und nicht unseren Urlaub oder unsere Freizeit auf der Autobahn verbringen. Aber wie schnell darf ich wirklich fahren? Generell ist zu sagen, dass wir in Deutschland mit Anhänger 80 fahren dürfen. Und zwar überall maximal 80. Das bezieht sich auch auf die Autobahn. Das ist eine generelle Aussage. Und ja, jede Regel hat ihre Ausnahmen. Und hier ist zu sagen, dass ich in Deutschland mit einem Anhänger, der über eine 100er-Zulassung, was ich auch durch dieses 100er-Schild am Anhänger kenntlich machen muss, zugelassen ist, damit 100 fahren darf, aber nur auf der Autobahn. Das heißt, wenn diese Person hier mit seinem Anhänger, mit seinem Wohnwagen jetzt die Autobahn verlässt, ist für ihn wieder 80 die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Es bezieht sich wirklich nur auf die Autobahn. Hier gibt es einige Dinge, die zu beachten sind, was aber den Rahmen hier sprengen würde, weil es geht sich hier um die Verhältnismäßigkeit zwischen den Massen der Fahrzeuge. Hier ist ganz klar zu sagen, wenn ich einen solchen Anhänger kaufe oder eine Zulassung dafür bekommen möchte für die 100er, dann sollte ich mich dementsprechend an eine zugelassene Prüforganisation wenden. Die werden mich aufklären und genau bestimmen, mit welchem Fahrzeug die Voraussetzungen dann gegeben sind. Eine Sache, die oftmals schnell vergessen wird, dass sich diese komplette 100er-Zulassung beim Anhänger aber auch nur darauf bezieht, wenn die Reifen nicht älter als 6 Jahre sind. Weil die Reifen müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um diese 100er-Zulassung überhaupt bekommen zu können. Und wenn sie älter als 6 Jahre sind, da sagt man, diese Reifen sind dermaßen ausgehärtet und erfüllen nicht mehr die Anforderungen, die an sie gesetzt werden. Ja, das Ausland, ich sprach eben von Deutschland. Eine Sache wäre noch wichtig zu beachten. Wenn wir einen Anhänger kaufen, dann ist der angegeben mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit. Das hat der Hersteller festgelegt. Das ist seine Produkthaftung für sein Produkt. Und das heißt, wenn wir mit unserem Anhänger, der eine bauartbestimmte Geschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde eingetragen hat, und ich irgendwo im Ausland unterwegs bin, wo ich mit Anhänger schneller fahren darf, denn begehe ich zwar in diesem Land in dem Augenblick keine Geschwindigkeitsübertretung, habe aber ein großes Problem, falls es jetzt zu einem Unfallereignis kommen sollte. Und dementsprechend in Form von Untersuchungen, wie es alles abgelaufen ist, dort die Polizei tätig wird, könnte ich ganz große Probleme mit meiner Versicherung bekommen. Denn ich habe das Fahrzeug nicht bestimmungsgemäß verwendet, weil der Hersteller ganz klar gesagt hat, wir haben für unser Produkt, für unseren Anhänger eine Bauart hat bestimmte Höchstgeschwindigkeit eingetragen und wer die überschreitet, da können wir natürlich auch nicht für gewährleisten, dass unser Produkt dann dementsprechend alle Dinge so erfüllt, wie wir es ersonnen haben.
Ja, Ingo, ganz lieben Dank für deine Erläuterungen. Und kannst kurz nochmal von deiner Seite, wo finden wir euch, wo kann man euch finden im Netz? Ja, man findet uns im Internet unter www.fahrschulteam.com oder in einer unserer Filialen in Kerpen-Sindorf, Kerpen-Horrem, Frechen, Großkönigsdorf, Köln-Widdersdorf und natürlich in unserer Zentrale in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis. Ja, prima. Also, wenn ihr irgendwo Schulungsbedarf habt, geht zu den Jungs und Mädels hier. Ganz, ganz tolles Team und euch bis dahin allzeit gute Fahrt. Dankeschön.